Hi Leute, ich wollte eigentlich gerade, also ich wollte ein Video machen über meine Pferde, euch die zeigen und auch sagen, wie sie heißen. Also hier vorne seht ihr Jimmy und ich habe ja schon beim letzten Video gesagt, dass das unser Maskottchen ist, so gesehen. Und ja. Und ich habe jetzt nicht ganz so viele Schleichpferde. Weil die anderen, die habe ich meiner Cousine geschenkt, was glaube ich für mich jetzt ein großer Fehler war. Aber okay. Also das ist Jimmy. Das hier, das ist Black. Nicht wundern, wenn seine Augen ganz weiß sind. Ich will noch bei ihnen die Augen ein bisschen repainten. Und ja, das war Black. Und das hier, das ist Flash. Ihn habe ich auch noch repainted. Das ist Baloo. Das ist Sky. Und das ist Mikey. Das ist ein Hengst. Also ich weiß nicht schon, was das für eine Rasse ist. Aber okay. Das ist Maggie. Das ist Stern. Bei ihr habe ich wollte ich auch die Augen ein bisschen neu machen. Also Real Eyes wollte ich da machen. Das ist Flöckchen. Und das ist Shadow. Hier ist leider ein Ohr abgegangen, weil mein Bruder damit gespielt hat. Aber ich weiß auch schon, wie ich das irgendwie ausbessern kann. Also ich muss noch Ton kaufen, dass ich das vielleicht dran kleben kann. Hier ist genau dasselbe mit meinem Bruder passiert, aber das ist Sieg. Das ist Snow White. Das ist der Anführer so gesehen von der Herde. Das ist Lucky. Das ist Pia. Die muss ich noch fertig repainten. Da bin ich noch nicht ganz fertig. Das ist eine Friesenstute. Und da wollte ich noch hier einen Stern hinmachen. Und halt hier noch ein bisschen weiß machen. Also das muss ich noch ein bisschen nachmachen. Hier habe ich die Junghengste, also so gesehen die Teenager. Das ist Jacob, sein Bruder Miles und das ist Lucas. Und das waren eigentlich schon meine ganzen Pferde. Also ich weiß es nicht bei jedem ganz, was das für eine Rasse ist. Also bei Jimmy, der ist ja kein Pferd, der ist ein Esel. Und ja. Also so Tiere, die werde ich vielleicht auch auf meinen Pferdehof nehmen. Aber das weiß ich noch nicht ganz genau. Also, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich so Tiere auch in meinen Pferdehof mit reinnehmen kann, weil ich muss eh noch überlegen, wie mein Pferdehof heißt, aber meine Freundin hat so gesagt, dass ich ihn vielleicht Fantasy-Pferdehof nennen kann. Oder Fantasy Horse Club. Da könnt ihr auch mal so ein paar Namen in die Kommentare schreiben, wie sowas heißen soll. Und ihr könnt mir auch schreiben, ob man bei den Ohren auch das nochmal neu machen kann, weil ich finde die Ohren nicht mehr von meinen zwei Pferden, wo
die Ohren ab sind. Und ja. Und ich wollte auch noch was für Shake-Hashtag. Oh, ich bin gerade gegen meine Kiste gestoßen. Also für Shake-Hashtag, weil sie hat mich mal gefragt, was ich mache, also weil ich ein Pferd halt gekauft habe. Und sie hat mir gesagt, dass ich das bei einem Video hier zeigen kann. Sie weiß, was für ein Pferd. Also das ist so ein Pferd. Also ein Plüschpferd. Er heißt Black Pearl, wie das Schiff von Captain Jack Sparrow. Das habe ich auch zu Ostern bekommen. Deswegen, also ist das Pferd auch nicht noch so lange bei mir. Und ich wollte euch eigentlich gestern schon das Pferdebild zeigen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Und hier ist das. Ich wollte das mir mal auch als Schleichfigur kaufen und als Stute, dass ich Bella nennen kann. Aber eigentlich war das nur so ein Experiment, ob ich Pferde malen kann. Und man sieht, dass ich es machen kann. Und mit den Schattierungen da, das war wirklich aus Versehen. Das wollte ich nicht. Aber so sieht das viel cooler aus. Ich bin zuerst mit Orange habe zuerst mit Orange gemalt und dann halt mit Braun. Deswegen sieht das jetzt so aus. Weil das habe ich irgendwie in der Schule so gemalt und ja. Also hier ist auch noch ein Bild. Das ist mein Meerschweinchen, das ich glaube vor 3 Jahren gestorben ist. Und immer wenn bei mir ein Tier stirbt, verewige ich das mit einem Bild. Und ja, also. Er heißt eigentlich Blitzi, aber ich habe mir immer Blitz genannt, weil er halt wirklich so schnell wie ein Blitz war. Deswegen habe ich ihn nur Blitzi genannt. Also Blitz genannt. Blitzi habe ich ihn immer genannt, wenn er jetzt immer mit mir gekuschelt hat. Also das ist ein Meerschweinchen gewesen und ja. Also nur wenn ihr fragt, ob das jetzt ein Hamster war oder ein Meerschweinchen, das war ein Meerschweinchen und ja. Und ich habe mit meiner Freundin Hannah geredet, ob sie auch hier auf diesem Kanal sein darf. Und sie hat noch gesagt, dass sie überlegen muss. Weil sie wird dann hier so Schleimvideos drehen. Eigentlich macht das auch noch meine Freundin Lea, die meine Kanalpartnerin ist. Ich Valerie. Also, ihr wisst, wie ich noch heiße. Also, ich und meine Freundin Lea, wir führen ja diesen Kanal, aber. Sie macht halt so die Schleimvideos, aber wir haben das schon aufgeteilt und das werde ich auch euch mal bei einem Infovideo sagen. Aber eigentlich kann ich es euch jetzt sagen. Also, Hanna wird vielleicht so große Schleims machen und zeigen, wie man Schleim macht. Wie 1 Kilo Schleim. Und wir werden hier auch Challenges machen. Und, also, ja, da hat meine Freundin Hanna eine Idee gehabt, dass wir, ich glaube, die Bienenbossel Challenge machen. Gebt mir ein Like, wenn ihr auch das wollt, oder schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, wenn ihr also ich habe ja gesagt, dass ich ein Infovideo darüber mache. Wenn ihr mal sehen wollt, wie ich meine Pferde repainte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ja. Und schreibt mir auch bitte in die Kommentare, ob ich so Fantasy. Also, ich hole jetzt mal die ganzen Fantasy-Pferde hier raus. So, die Fantasy-Pferde auch in meinen Hof nehmen kann. Es wäre ein bisschen schade, wenn nicht. Weil dann wüsste ich jetzt echt nicht, wo ich die hinmache. Und das wäre halt ein bisschen schade. Und eigentlich wollte ich noch eine kleine Roomtour machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das geht. Weil,
mein Zimmer ist erstens ausgeräumt, so, weil mein Bruder hier ein bisschen gespielt hat. Aber dann kann ich euch ein bisschen meine meine Meerschweinchen zeigen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Okay, weil ich musste gerade von meinen Stecker rausziehen. Ich habe so eine Wand, da kann ich mit Kreide drauf malen. Ist eigentlich sehr cool. Also hier ist es kurz ein bisschen dunkel. Ich will das hier Licht anmachen. Oh, da sieht man jetzt nicht so richtig, aber hier ist Licht. Also hier ist einmal, das ist Struppi. Und ich habe noch einen, aber der ist jetzt, der ist hier unten. Okay. Da ist John. Ich werde mal, glaube ich, kurz probieren, Licht anzumachen. Also, nicht nur, wenn es kurz so will. Also, es geht jetzt gerade nicht so, aber ihr habt es hier gesehen. Und ja. Der braune mit dem weißen Fleck war halt, das war John und der, wo man am Anfang gesehen hat, das war Struppi. Und man sieht es hier, dass es ausgeräumt ist. Mein Bruder, also, war hier mit seinem Freund. Und ja, hier sieht man noch den Pferdehof, aber den muss ich eh noch neu machen. Also nicht denken, dass ich jetzt den so lasse. Den werde ich hier unten machen. Und ja, da unten muss ich dann alles noch rausholen. Und ja, schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ich ob ich meinen Freund fragen kann, ob er so ein Lego Video machen kann. Also diese zwei Häuser, die habe ich auch selber gebaut. Und halt das Stockwerk, das da und das da. Und das da habe ich auch noch gebaut. Also das war wirklich es war wirklich sehr anstrengend. Ich habe mindestens 4 Stunden dafür gebraucht, weil ich musste die Steine suchen. Und ja, ich würde dann auch sagen, dass wir das hier beenden. Also hier noch einen kleinen Überblick über meine Pferde. Und ja, bis...